Moinsen, mein Name ist Make Taroka und das ist Let's Play Pokémon Blau. Ich, hier, da, das da, das dumme Gesicht ist die Prinzessin der Spiele. Die Prinzessin, der Prinzessin unter die Let's Player. Ich möchte euch was zeigen, es ist mir jetzt letztens, ich weiß nicht warum, es lag irgendwo rum und Vitus hat es aufgesammelt und irgendwie auf die Fensterbank gelegt. Ich habe hier so ein Fingerskateboard, kennt ihr die? Wisst ihr, was an dem Ding... Warum hat das so gehangen? Wisst ihr, was an dem Ding besonders ist? Das. Kennt ihr den? Das ist Cloud. Das ist einfach Final Fantasy 7 drauf. Ah, wisst ihr, was auch cool ist? Wir haben in der Nähe einen Laden. Ich habe kein Corona, tut mir leid. Tut mir leid, ist eigentlich besser so. Ich habe mich nur verschluckt. Das passiert mir in letzter Zeit öfter. Wir haben einen Laden. Kennt ihr Thomas Philips? Das ist so Restposten. Da gibt es halt Sachen, die in Lebensmittelgeschäften und so nicht verkauft wurden. Und ich liebe diesen Laden. Pringles. Für sagenhafte 39 Cent. Weil die halt einfach nicht losgeworden sind, die Dinger. Die sind dann auch meistens so relativ nah am Ablaufdatum. Der drauf, wie lange das noch haltbar ist. Okay, es ist tatsächlich sogar drüber ein paar Tage, aber das ist nicht schlimm. Um genau zu sein, 26.02.2021 steht nämlich drauf. Demnach werden die Sachen super günstig angeboten und ich bin mal so frei zu sagen, so eine Packung Chips läuft jetzt nicht so schnell ab. Die wird nicht so schnell schlecht. Ich meine, wir haben die auch gestern oder vorgestern gekauft. Also die waren wahrscheinlich schon ein paar Tage da oder die haben die da erst hingestellt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall waren die im super, super Sonderangebot und wir werden in dieser Folge ein paar lustige Dinge tun. Und ich habe jetzt sehr viel zu fressen, ich habe 3 Stück von den Dingern gekauft. So, wir haben unsere Pokémon und vielleicht können wir ja noch ein bisschen was Schönes machen hier. Wie wäre es mit der Arena? Wie einfach man das hier sehen kann, das ist großartig. Früher auf dem Gameboy sah das alles, war das so klein, man konnte das kaum erkennen, aber es... Na, egal. Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie an. Intelligenz obsiegt über rohe Kraft. Dann hat er noch kein Level 1 Raupi gegen ein Level 100 Mewtwo kämpfen sehen. Setzt Hypno ein. Und so ein Level 100 Macho-Mai oder Macho-Mai, wie auch immer man es nennen möchte, einfach mit so einem Karateschlag durch das Universum geboxt. Das wäre voll lustig. Level 38? Okay, ich glaube, ich bin zu schwach. Das tut richtig derbe weh. Voltaire wurde besiegt. Lass mich mal Misty einsetzen und... Okay, für die Arena bin ich noch nicht bereit, glaube ich. Also wirklich gar nicht. Wie viele Pokémon hat der? Scheiße, einfach Level 38. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich hab nicht erwartet, dass es so böse sein würde. Misty erhält 1000 und so. Er hat einen Pokémon, okay. Was? Außerordentlich! Ich gehe mal wieder, das macht keinen Sinn. Ich gehe, glaube ich, lieber in die Safari-Zone und fange ein paar Pokémon. Und besorge mir Items, die man braucht und da bekommt und so. Die heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Safari-Zone wird, glaube ich, jetzt richtig gut. Ich mag diesen Ort. Ich kenne mich da leider nicht mehr besonders gut aus. Ich habe vergessen, was man da findet. Und da sind eine Menge Items. Ich sollte mal eben was ablegen gehen. Man sammelt da eine Menge Items ein und man weiß nicht so genau, ob man die gebrauchen kann oder so. Deswegen, PC von Make. PC von klein geschrieben Make. Weil ich bin ein kleiner Mensch. Ablegen. Ich bin 1,65, okay? Das ist nicht so viel. So. A plus lege ich ab. Calcium lege ich ab. Nein, ja, die Pokébälle kann ich eigentlich auch ablegen. Ich werde da E-Safari-Bälle bekommen. Welches Item soll gelagert werden? Superbälle behalte ich noch. Münzkorb brauche ich gerade nicht. V02. Sind wir mal ehrlich, werde ich gerade auch noch nicht brauchen. Sonderbonbons brauche ich gerade nicht. KP Plus brauche ich nicht. Nein! So.
Sith Scope brauche ich auch nicht. Auch nicht. Das ist auch der Nutzen davon ist auch weg. Nein! Den Superball möchte ich behalten. So, Fluchtseil. Kann ich gleich mal eben verkaufen gehen am besten. TM39, habe ich vergessen, was war. Scheiße, ich habe eine TM39. Welche waren das? Ja, ich lege sie ab. Beleber brauche ich noch. Superangel behalte ich auch. Die könnte ich gebrauchen. Ich kann ja auch in der Safari-Zone angeln. Eisen und Supertrank behalte ich noch. Und Kalz. Also, Eisen behalte ich nicht, aber den Supertrank behalte ich noch. Eisen lege ich ab, Kalzium lege ich ab. So. Dann habe ich genug Zeug weg. Ach, mein Gott. Pokeflöte kann ich auch noch ablegen. Vergessen wir die Pokeflöte nicht wegzulegen. Die ist nutzlos. Fluchtseil gehe ich verkaufen und dann. Sind meine Pokémon geheilt? Ja, habe ich gerade gemacht. Okay. Dann, wo ist der Markt? Der Markt ist, glaube ich, auf der Seite irgendwo. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ja. Oder? Wo war der? Wo war der Markt? Njau! Da oben! Njau! Njau! Das war falsch. Bei wem bin ich jetzt ins Haus gelaufen? War das die Safari-Zone? Ist der Markt hinter einem Busch? Wer will denn da hinkommen? Was für ein Blödsinn. Das ist doch wirklich bescheuert, oder? So, hallo. Was laberst du? Hast du schon mein X-Tempo ausprobiert? Dein Pokémon wird dadurch im Kampf schneller. Ja, ist mir fürchterlich egal. Und du so? Du hast einen Wimpel aus der... Was? Kein Programmheft oder ein Kalender. Was? Ich habe keine Ahnung, was er wollte. Kann ich dir behilflich sein? Ja klar, kannst du das. Man kann jetzt auch Hyperbälle kaufen. Awesome. Ich wollte was verkaufen, fällt mir gerade auf. Nämlich das Fluchtseil. 250. 275. Ist mir egal, wie viel das wert ist. Ich will es nur loswerden, damit ich... Ich wollte es nicht in mein Inventar auf dem PC schmeißen, sondern... Ja. So, wir gehen da rein. Safari-Zone, wir kommen. Ey du, was hast du? Hi, bist du zum ersten Mal hier? Ja. Nach dem Mal und dem... Zwischen dem Mal und dem hier war so eine riesen Pause. Die Safari-Zone besteht aus 4 Abschnitten. In jedem Abschnitt findet man verschiedene Pokémon. Versuche, sie mit Safari-Bällen zu fangen. Wenn du keine Safari-Bälle mehr hast oder wenn die Zeit abgelaufen ist, endet das Spiel. Bevor du dich auf die Jagd begibst, solltest du Raum für neue Pokémon schaffen und eine freie Pokémon-Box anwählen. Oh, da war ja was. Ich werde da wahrscheinlich eine Menge fangen. Ich muss noch mal in das Pokémon Center. Das wäre nämlich super blöd, wenn ich keine freie Box habe und ich dann nach 2 Pokémon, die ich gefangen habe, plötzlich nichts mehr fangen kann. Und dann da rumlaufe wie so ein Idiot. Ich mag gerade, wie mein, wie es wackelt und spiegelt. Das ist immer noch mein Lieblings, Halsband. Ich meine, das ist so richtig schön übertriebenst. So richtig breites mit so einem Herzchen dran. Das ist ja wirklich ein Schloss. Das kann man ja aufmachen. So. Builds PC. Auf das Pokémon-Lagerungssystem. Box wechseln. Wird das Spiel gespeichert. Einverstanden. Yes. Box 2. Box Nummer 2 ist ausgewählt und wir werden jetzt da eine Menge Pokémon reinfangen, hoffentlich. Ich werde wahrscheinlich auch 2-3 Mal da reingehen, mal gucken. Je nachdem, wie gut ich durchkomme und was für Pokémon uns da begegnen. Konnte ich nicht einfach hier so rumlaufen? Das ging doch auch, oder? Da muss ich da nicht aufschneiden. Aufschneiden! Scheiße, ging doch nicht. Ich muss auf jeden Fall schnibbeln. Zerschneider. Mir war das gar nicht so bewusst, dass man dafür wirklich das aufschneiden muss. Willkommen in der Safari-Zone! Für nur 500 Pokédollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest! Ich habe einfach 20 Millionen Pokébälle dabei. Wie findest du das? Möchtest du auf die Jagd gehen? Ach, Moment, man bekommt ja eigene. Ja. Es kostet 500 Pokédollar. Wir verwenden hier spezielle Pokébälle. Melk erhält 30 Safari-Bälle. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen oder dein Vorrat an Safari-Bällen erschöpft ist. Woher wissen die das, wann meine Bälle erschöpft sind?
Ja, die läuft ja die Musik, stimmt. Leck mir am Arsch, Typ. Wir gehen einfach in die Büsche und kämpfen, oder? Kämpfen, ja, wir, yes! Ist direkt das Erste. Ich meine, die Viecher sind hier sehr häufig, glaube ich. Wir wollen auf jeden Fall einen Köder werfen. Wirft einen Köder aus. Das wilde Owei frisst. Ball. Ich setze einen Safari-Ball ein. Es bleibt nicht drin. Das Pokémon hat sich befreit. Das wilde Owei frisst. Ist geflüchtet. Natürlich ist es geflüchtet. Das wird noch ein bisschen schwieriger. Ein Nidoran weiblich. Ich will es eigentlich nicht haben, aber ich werde es trotzdem versuchen. Ich möchte ja ganz viele Pokémon fangen, damit ich den EP-Teiler bekomme. Max setzt Safari-Ball ein und fängt kein Pokémon. Und es hat sich befreit. Es frisst. Safari-Ball. Los! Bleib drin! Ah! Bleib drin! Ja, es ist gefangen. Nidoran weiblich. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Ich nenne es. Dieses Pokémon ist sehr klein, verfügt über starke Gifte. Das Weibchen hat kleinere Hörner. Möchtest du Nidoran weiblich einen Spitznamen geben? Ich nenne es Queen. Let's call it Queen. Wo ist das Q, verdammt nochmal? Da. Queen. So, Queen wurde auf Bills PC übertragen. Perfekt. So, jetzt möchte ich aber noch ein vernünftiges Pokémon fangen. Wir haben übrigens Schritte. Wenn ich auf Start drücke oder auf das Menü öffne, sehe ich das. So, Nidorino. Das wird sicherlich nicht drin bleiben. Ups, ich habe sofort einen Ball geworfen, ohne einen Köder zu benutzen. Ist aber drin geblieben. Wahnsinn. Das nenne ich dann wohl King. Für Nidorino wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Krass, ein aggressives Pokémon, das sehr flink angreift. Das Horn auf dem Kopf sondert ein starkes Gift ab. Möchtest du Nidorino einen Spitznamen geben? Ja, das ist jetzt mein King. Aber ein Kingler könnte auch ein King sein. Das ist der Horn-King. So, im ersten Gebiet hier. Wir haben noch 459 Schritte übrig. 500 Schritte hat man. Man kann ja mit diesem komischen Trick... es gibt so einen Trick, den man benutzen kann, womit man in so eine komische Welt gelangt, wo man sich nicht so richtig bewegen kann. Dafür muss man irgendwie aus der Safari-Zone rausgehen, irgendwo hinfliegen, ein Rihorn fangen, das eigentlich nicht. Safari-Ball. Auch wenn das jetzt genauso gut funktioniert, ich glaube nicht dran, aber es wäre natürlich ziemlich cool. Okay, Mist, das Pokémon hat sich befreit. Ich setze noch einen Safari-Ball ein und es ist wieder nicht geblieben. Das Pokémon hat sich befreit. Köder. Wirft einen Köder aus. Das Problem ist, wenn die fertig sind mit Fressen, dann hauen die meistens ab. Ich möchte auch keine Steine werfen. Ich bin tierlieb. Das frisst. Okay, ich werfe einen Stein. Einen Stein geworfen. Donk. Das wilde Rihorn ist wütend. So. Setzt Safari-Ball ein. Jetzt ist es vielleicht außer Konzept und aus dem Konzept und so. Nein, es funktioniert nicht. Es wird wahrscheinlich ist geflüchtet. Ist wütend. Nein, es ist nur wütend, aber noch nicht geflüchtet. Bin mal gespannt. Also ich wäre auch wütend, wenn jemand Steine auf mich werfen würde. Safari-Ball, bleib doch endlich drin. Du bist doch nur ein Rihorn. Du bist kein... So, Rihorn wurde gefangen. Rihorn, ich müsste es Primulas Pet nennen. Nee, der Knochenbau dieses Pokémon ist 1000-mal härter als der eines Menschen. Es ist die Nummer 111. Es ist schon wieder eine Engelszahl. Möchtest du Rihorn einen Spitznamen geben? Ist es einfach wegen, wenn es ein Rizeros wird, dann hat es so einen Bohrer. Dann ist es vielleicht, dann ist es ein Zahnarzt. Nein, dann ist es. Wie nennt man ein Vieh mit einem großen Horn? Horni. Nein, wir nennen es. Wie nennt man das? Wie nenne ich es jetzt? Es ist ein Ding. Horn, Rizeros, ein... Ich nenne es Rino. Ich nenne es einfach Rino. Mein Computer ist von Rino. Rino. So. Rino wurde auf Bills PC übertragen. Da habe ich den bestellt, bei Rino. Was kommt hier jetzt noch? Also wenn jetzt nochmal die gleichen kommen... Ja, das ist egal. Rihorn ist mir jetzt Schnuppe. Ich habe schon wieder einen Safari-Ball geworfen. Scheiße, das wollte ich nicht. Das bleibt eh nicht drin. Gut, das Pokémon ist ausgebüxt. Ich bin entkommen. Wir gehen mal ein Stück weiter. Wie wär's?
Wir haben hier doch sicherlich noch Dinge zu tun, oder? Ein neues Owei. Ich bin zufrieden. Ich brauche das unbedingt. Level 24 setzt Safari-Ball ein. Also nicht Owei setzt Safari-Ball ein, sondern ich setze den Safari-Ball ein. So. Ich setze noch einen Safari-Ball ein. Ich mache das jetzt genauso wie mit dem anderen Vieh. Ich werfe zwei Bälle. Setze einen Köder ein. Werfe noch einen Ball. Wenn das nicht funktioniert, werfe ich einen Stein. Und dann setze ich noch einen Ball ein. Oder zwei. Oder drei. Ich weiß nicht, wie viel ich gerade geworfen habe. Eine Menge wahrscheinlich. Das Pokémon frisst. Das wilde Owei frisst Stein. Fress bitte keinen Stein, das ist gefährlich. Die können dann, ist geflüchtet. Ja, scheiße. Owei ist abgehauen. Da-dam-dam-dam-dam-yam-tam-tam. Wenn's bunt aussieht, schmeckt's auch bunt. So. Wen haben wir denn hier? Wir haben hier doch sicherlich noch irgendwo ein paar Pokémon in irgendwelchen... Genau, das ist ein Item. Das ist ein Paras. Ich habe schon ein Paras. Was soll ich damit? Das klingt einfach fast wie Mewtwo. Das ist interessant. TM37 ist wahrscheinlich absoluter Müll, aber ist okay. Was kommt hier? Hier kommt Nidoran, weiblich. Woo! Total nicht toll. Wir haben hier noch ein Item. Das ist ein Top-Trank. Ja, den nehme ich. Den nehme ich gern. Was haben wir hier? Noch ein Item. Hier liegen wirklich viele Items rum in der Safari. Da liegt direkt noch eins. Top Genesung. Ich brauche unbedingt ein Owei. Und kein Paras. Ein Owei. Also im ersten Abschnitt kommt da auf jeden Fall ein... kommt auf jeden Fall Owei. Kommt hier auch noch Owei? Wäre eigentlich ganz cool. Owei. Owei, wei, 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 wei. So, wenn jetzt wieder nur ein Paras kommt, gehe ich. Es ist ein Nidorina mit der Schweinsnase. Das könnte ich eigentlich auch versuchen zu fangen. Einfach nur weil. Dann habe ich nämlich schon wieder einen. Dann nenne ich es einfach Rina. Okay. Bums. Wir gehen dahin und finden hier wahrscheinlich nichts Sinnvolles. Owei. Perfekt. Owei ist genau das, was ich möchte. 25 Köder. Ich muss vielleicht für die anderen Eier auch noch Köder werfen. Hier. Mit zwei Ködern geht es vielleicht besser. Doppelt so gut. Du hast das Pokémon verfehlt. Was? Es frisst. Interessant. Du hast das Pokémon verfehlt. Wieso? Es ist abgehauen. Wieso kann man ihn denn verfehlen? Ich meine, das ist logisch. Ich wundere mich in der Serie sowieso ständig, dass Ash mit jedem scheiß Pokéball trifft. Wann hat er das denn gelernt? So, da ist schon wieder ein Owei. Level 25. Köder. So, ich muss mir eine Strategie überlegen. Owei frisst jetzt werfe ich einen Stein. Donk, das mag es nicht. Ist wütend. Das wilde Owei ist geflüchtet. Scheiße. Vielleicht werfe ich erst einen Stein und mach's wütend. Dann will es mich angreifen oder so. Da ist schon wieder ein Nidorina. Da werfe ich jetzt auch einen Stein drauf. Komm. Nein, das ist ein Ball. Ein Stein. Ugh. Es ist drin geblieben. Perfekt. Ich muss einfach nur Bälle werfen. Das reicht vielleicht. Das reicht vielleicht. Für Nidorina ein neuer Eintrag im Rina-Dex angelegt. Ein Pokédex im Rina-Dex. Ein Giftdorn-Pokémon. Dieses Pokémon zieht kraftvolle Attacken mit dem Einsatz seines relativ kleinen Gifthorns vor. Möchtest du Nidorina einen Spitznamen geben? Es ist einfach Rina. Rina. Ich könnte das auch Rita nennen oder so. Ritas Welt, habe ich früher geguckt. Eine verrückte Serie. Wie viele Schritte habe ich noch? 211. Nicht so viel, aber klappt. Muss reichen für ein paar Pokémon. Ich gehe auf jeden Fall nochmal rein. 100 pro. 100 pro. Warum das denn? 100 pro. Das ist eine Menge pro. Nein, komm schon. Owei. Nicht Paras. Owei. Weißt du nicht, wie ein Owei aussieht? Das ist so ein großes Ding mit so einem... mit Eiern. Nein. Das klingt nicht richtig. Was ist hier unten? Ja, wahrscheinlich ein großes Ding mit einem Ei. Mit einem? Wie auch immer. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwo ein Item. Das da. Das sind Top-Belieber. Das ist ein Top-Belieber. Da liegt noch ein Item herum. Top-Trank. So viele Top-Geräte hier.
84 Schritte. Jetzt darf ja wohl noch ruhig noch mal ein Pokémon kommen. Am besten, genau, das da, ein Obei. Das möchte ich nämlich haben. Stein. Ich erhöre einen Stein. Das wilde Pokémon ist wütend. Ja, bitte. Safari-Ball. Oh, bleib drin. Yes! Es ist drin geblieben. Ich bin sehr zufrieden damit. Es hat funktioniert. Erst einen Stein zu werfen. Oh wei. Wie nennt man es? Palmi oder so. Diese Pokémon, das sind mehrere. Ach so. Diese Pokémon werden oftmals für Eier gehalten. Bei Gefahr bilden sie Rudel, die attackieren. Wie sieht denn das aus? So ein Rudel-Eier. Stellt euch vor, das sind einfach... ist es vielleicht ein Owei? Ist eigentlich nur eins davon? Und... Weil die sind dann sonst immer in Gefahr. Aber, oder sind die Rudel dann einfach mehrere von diesen... Von diesem Sechser-Team? Wäre eigentlich voll interessant. Ey, 2,5 Kilo Eier. 40 Zentimeter groß. Möchtest du Owei einen Spitznamen geben? Owei, Owei. Wir nennen es... Wie nennt man ein... Wie nennt man eine psychopathische Palme? Ich habe keine Ahnung. Psychopalme, die da rauskommt. Wir nennen es einfach... Warum ist das Einzige, was mir namentlich eingefallen ist, etwas, was nichts mit irgendwas zu tun hat? Keine Ahnung, ich nenne es jetzt einfach so. Ich nenne es jetzt Trevor. Keine Ahnung, wieso das ist ein Name, der mir eingefallen ist. Trevor ist jetzt... Ist jetzt unser... Owei. Ich habe keine Ahnung, was das sollte, aber ich bin zufrieden. Mit diesem Pokémon. Wie viele Schritte habe ich noch? 65. Das reicht auf jeden Fall, um Hallo zu sagen hier. Wenn du Steine auf Pokémon wirfst, fliehen sie meist, aber sind dann leichter zu fangen. Ich habe lang gesucht, aber keine neuen Pokémon gefunden. Und du so? Wenn du ihnen Köder zuwirfst, sind die Pokémon leichter zu fangen. Das habe ich gesehen. Also bis jetzt war das noch nicht so. 26 Schritte. Es kommt noch ein Pokémon und es ist ein Nidoran. Das weibliche Nidoran. Ding Dong. Pass auf, was ist der letzte Schritt oder so? Schon wieder ein Nidoran. Warum denn immer Nidoran? Warum nicht mal was Vernünftiges? Ich habe noch kein Sichlor gesehen. Gibt es das nur in der roten? 4, 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Beim fünften Schritt passiert es. Gong. Dass die Durchsage Gong macht. Die Zeit ist um. Deine Safari-Tour ist vorüber. War deine Jagd erfolgreich? Besuche uns bald wieder. Bald? Ich besuche euch jetzt wieder. Willkommen in der Safari-Zone. Für nur 5 und... Ja, das weiß ich. Stell dir vor, ihr geht in den Zoo, geht raus und geht direkt wieder rein. Das wäre super dumm. Aber stellt euch das einfach vor, ihr macht das. Safari-Zone. Ja, wir geben über einen Lautsprecher aus, dass es vorbei ist und so. Wer verbraucht bitte so viele Bälle? Ich werde auf jeden Fall in diesem Gebiet Pinsir. Das ist auch ein neues Pokémon für mich. Stein. Ich werde jetzt trotzdem einen Stein werfen, auch wenn das nicht die beste Wahl ist. Ist wütend, ist es geflüchtet. Ja, natürlich ist es geflüchtet. Also im ersten Gebiet scheint es auch Pinsir zu geben. Interessant. Gibt's. Pinsir ist wahrscheinlich das, was in der roten Edition dann Dinges ist. Sichlor. Ich muss ja Pokémon fangen. Komm, Safari-Ball. Blutzuck. Blutzuck kann ich auch woanders fangen, aber ich werf's trotzdem einfach mal drauf. Ich habe dafür bezahlt für die Bälle und es ist drin geblieben. Blutzucker nenne ich das jetzt. Sowas von Blutzucker. Passt das hin? Dieses Pokémon lebt im Schatten großer Bäume. Das sah jetzt nicht aus, als hätte ein Baum gestanden. Es frisst Insekten und wird von Licht angezogen. Aber lebt im Schatten großer Bäume? Was ist das für Quatsch? Du möchtest Blutzucker einen Spitznamen geben? Ja. Ja, habt ihr gemerkt, was das für Blödsinn ist? Blut. Zucker. Blutzucker. Blutzucker wurde auf Bilds PC übertragen. Dililil. Die haben keine Musik mehr für die Safari-Zone. Die haben einfach ein Lied genommen, das normalerweise bei der Evolution läuft, bei der Entwicklung.
Ich habe übrigens gestern noch, ja doch, gestern noch mal neu bei einem Spiel angefangen, welches ich schon lange nicht mehr gespielt habe, nämlich Digimon World Next Order. Deswegen habe ich gerade Evolution gesagt, wahrscheinlich. Oh Gott, wie schnell man da teilweise stirbt, wenn man einfach mal in Digimon reinläuft, das ein bisschen stärker ist. Boah, manche machen einfach so ultra viel Schaden, das ist nicht normal. Entschuldigung, ich mache die ganze Zeit so Geräusche, so. Soll ich jetzt mal... Oh mein Gott, ich sah gerade aus wie so ein Psychopath. Bei dem... Bitte nicht auf Pause drücken an der Stelle. Das ist ja gruselig. Ja, hier liegt noch ein Item rum. Carbon. Ich habe Carbon gefunden. Need for Speed. Später. Nee, wir gehen mal weiter. Hier, an der Seite hier auch noch ein Durchgang irgendwo? Nee, ne? Dodo! Oh yes, ich will einen Dodri haben. Auf jeden Fall. Ball. Ich werfe einen Ball auf ein Dodo auf Level 26. Komm, Dodri wäre ein cooles Pokémon für mich. Vor allem wäre das ein Pokémon, das fliegen kann. Yes! Ich habe ein Pokémon, das fliegen kann. Obwohl es keine Flügel hat. Oh Mann. Dodo ist so ein dämliches Vieh, aber es ist... Ich mag es. Es ist ein Duo-Vogel. Dieses Pokémon gleicht mangelnde Flugfähigkeit durch ein hohes Tempo beim Laufen aus. Es ist also sowas wie ein Chocobo. Ich nenne es Tripletti. Nein. Wie nennt man das? Trio? Nee, nicht einfach Trio. Ich möchte auf jeden Fall ein Dodri rausmachen. Ich nenne es Triforce. Ja. Triforce. Triforce. Kann man eigentlich... Nee. Kann man nicht. Egal. Triforce. Das Triforce wurde auf Bills PC übertragen. Scheiße. Da ist es doch sicher vor anderen Leuten. Ich bin... Manchmal möchte ich mich für meinen Namen schlagen, aber... Das Triforce. Ein Nidoran weiblich. Das ist weniger die Force. Use the Force, Luke. Oh Gott, kennt ihr das? Warte, das muss ich euch... Okay, bevor wir das, ich muss mal eben was machen. Ist wahrscheinlich viel zu laut, aber wir werden es sehen. Use the Force, Luke. What? Okay, es ist wieder da. Mann, das war unnötig. Aber es ist super lustig. Use the Force, Luke. Pew. What? Ich weiß nicht, das ist einfach großartig. Ich bin falsch gelaufen. Dieses Watt von Darth Vader ist aber großartig. Watt? Ah, ich lache mich jedes Mal tot, wenn ich das sehe. Ja, Star Wars in 5 Sekunden. Man muss natürlich das Richtige davon sehen. Da gibt wohl offenbar von jeder Dingens eins. Aber es gab früher nur dieses eine. Und es war einfach so lustig. Sag mal, wo muss ich überhaupt hin? Wo gehe ich überhaupt hin? Wo bin ich eigentlich? Ja, ich weiß, es ist eine dumme Idee, diesen Scheiß zu machen. In diesem Gebiet. Was kommt hier? Ein Rihorn. Ein Rihorn. Ein Trihorn. Okay, wir gehen da lang. Wo bin ich denn jetzt angekommen? Das ist ja ganz woanders. No! Parasek. Das klingt noch viel mehr wie Mewtwo. Safari-Ball. Button-Meschen. Oh, shit. Das Pokémon hat sie befreit. So. Unser weiterer Safari-Ball. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie das Bild von Pokémon nicht so ganz eingesetzt. Aber das ist da oben mit der Schrift tatsächlich immer so klein. Parasek wurde gefangen. Das war ja easy. Ich nenne es jetzt einfach Parasit. Keine Ahnung. Es ist immerhin, dieses Pokémon besteht aus einem Wirt und einem Parasiten. Es bevorzugt feuchte Umgebungen. Das ist fies, einfach voll brain-controlled, voll übel. So. Parasite. Ich nenne es Parasite.
So, wurde auf Bills PC übertragen. Ich bekomme ganz viele neue Pokémon. Das ist schön. Und wo zum Geier musste ich lang? Scheiße, ich hab's vergessen. Hier muss ich lang, okay. Hab den Weg gefunden. Ich habe noch 92 Schritte, das ist nicht viel. Das reicht auf jeden Fall auch nicht. Schritte für ich habe keine Ahnung, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt für mich oder so. Ding dong! Die Zeit ist um. Deine Safari-Tour ist vorüber. Wie war deine Jagd? War die erfolgreich? Vielleicht. Aber für nur 500 Pokédollar, ja. Das weiß ich. Möchtest du auf Pokémon-Jagd gehen? Yes, möchte ich. Und noch einmal gehen wir da rein und dann schauen wir mal, was wir so erreicht haben. Abgelaufen, blablabla. Ja, Safari-Bälle erschöpft und so weiter und so fort. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bestimmtes Item hier finden. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wo es liegt, aber hallo. Ich werde jetzt wieder ein bisschen speeden, weil... Ich bin ehrlich, es nervt, hier schon wieder durchzurennen. Owei, wir könnten noch ein zweites Owei fangen, theoretisch. Stein. Owei, es blüht... Nein, auch nicht noch ein. Oh Gott. Es wurde gefangen. Perfekt. Das nennen wir jetzt einfach... Wei Wei. So, aber so. Wir kennen da so einen Lehrer, der, der ist sehr nett. Wei Wei wurde auf Bills PC übertragen. So, und dann haben wir ein weiteres Doddu. Ein Doddu ist mir aber gerade auch egal. Doddu. Ich muss hier rum und dann... Njau. Hier lang. Ich muss einfach mal ein bisschen den Weg folgen. So langsam aber sicher kommen ja auch keine Pokémon mehr, die ich noch nicht habe. Die meisten habe ich wirklich gefangen und Pinsir vielleicht noch, aber Pinsir will ich gar nicht haben eigentlich. Außer für den Pokédex natürlich, damit ich genug Pokémon habe, um den EP-Teiler zu bekommen. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Ich muss nach oben, ich Idiot. Da ist schon wieder ein Nidorina und eine Flucht und... Ach komm, Nidorino habe ich gerade so locker gefangen. Das war ja gar nichts. So, wir haben... Oh wei, jetzt brauche ich keins mehr. Wobei ich natürlich auch noch ein Oh wei vielleicht für den Minicup gebrauchen könnte. Weißt du, so ein Kokowai auf Level 100 und eins für 50 und eins noch für... Ja, wenn noch mal eins kommt, fange ich das. Wo muss ich lang? Oben oder unten? Hab ich vergessen. Schandera! Brutals! Hier, frisst. Fang das, frisst. Hier, nimm noch einen Köder. Das ist das Pokémon verfehlt. Warum hat das verfehlt? Scheiße, du bist wütend. Nimm das, du hast das Pokémon verfehlt. Das ist immer noch wütend. Ist wütend. Köder. Ball. Es ist geflüchtet. Natürlich ist es geflüchtet. Warum denn nicht? Warum? TM40. Ist hier noch ein Item? Ups, so bin ich angekommen. Ich hätte nicht drücken sollen. Hallo du. Geh in die Safari-Zone. Du kannst dort einen Preis gewinnen. Geh in die Safari-Zone. Ich bin in der Safari-Zone, du Schwachkopf. Warte mal. War da oben ein Gang? Da war auf jeden Fall noch ein Item. Protein. 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 Propane. Nightmares. Das ist ein gutes Lied. Und hier liegen die Goldzähne. Die habe ich gesucht. Die sind wichtig für den Verlauf des Spiels. Und hier ist noch ein Item. TM 32. So viele TMs, Bruder. Und da haben wir das Haus, in das wir wollten. Wir haben noch 95. Das muss fürchterlich sein, hier den letzten Schritt zu machen. Und ding, dong. Ah, endlich. Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Erhält VM03.
von 03 ist Surfer. Lernt ein Pokémon diese Technik, kann es dich über das Wasser transportieren. Das Beste ist aber, dass du diese VM benutzen kannst, so oft du möchtest. Ist das nicht irre? Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre. Du bist ein Glückspilz. Nein, ich bin kein Pilz. Moggy ist ein Pilz. So, wir haben jetzt gefunden. VM03 ist Surfer. Die werden wir benutzen. Und ihr wisst schon ganz genau, wer das lernen wird. Nämlich einmal Bowser und einmal Misty. Aber Misty darf zuerst. Wobei Misty eigentlich schon ganz gute Techniken kann sogar. So, welche Attacke soll vergessen werden? Auf jeden fucking Fall Tackle. Wer braucht denn Tackle? Misty erlernt Surfer und Bowser darf Blubber oder sowas verlieren. Aquaknarre, ich bin noch nicht ganz sicher. Erhält Surfer, enthält Surfer. Was ist denn Surfer bloß? Bowser versucht Surfer zu erlernen. Aber Bowser kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke zugunsten von Surfer vergessen werden? Ja, sicher. Was denn? Routenschlag. Oh Mann, ich wusste gar nicht mehr, dass es noch kann. Bowser erlernt Surfer. Oh, endlich. Was habe ich denn jetzt andere für andere Sachen gefunden? TM32 ist Doppelteam. Ist Schrott. Will ich nicht haben. TM40 ist Schädelwumme. Will ich auch nicht haben. Ist auch Schrott. TM37 war Eierbombe. Ist auch Schrott. Also alle TMs, die ich dabei habe, kann ich eigentlich verkaufen. Die sind alle Schrott. Ich möchte mal eben angeln. Ich hab eine super Angel. Da muss ich mich nicht mal von der Stelle bewegen. Ich kann einfach angeln. Da kommt direkt ein Pokémon. Oha, es hat etwas angebissen. Vielleicht bekomme ich ja hier noch ein interessantes anderes Pokémon. Ein Krabi. Das gefangene Krabi greift an. Ball. Es ist Level 15. Bumm. Mal gucken, ob ich es gefangen bekomme mit einem Safari-Ball. Yo, einfach so. Ich nenne es Oh Crap. Nee. Krabi setzt seine Scheren nicht nur als Waffen ein. Und den Rest habe ich weggedrückt. Möchtest du Krabi einen Spitznamen geben? Ja, ich möchte es. Oh Crap. Ich nenne es jetzt wirklich Oh Crap. Nein, ich nenne es Crab Walker. Crab Walker. Skywalker. wo ist das W? Meistens sehr weit unten. Crab Walk. R. Crab Walker. Yo, Crab Walker wurde auf Bills PC übertragen und jetzt möchte ich einmal surfen. Surfen möchte ich. Misty setzt Surfer ein. Nein, ich kann noch gar nicht surfen. Ich habe noch nicht den Orden dafür. Verdammte Axt. Angel. Dann angeln wir nochmal. Mal gucken, ob wir noch was anderes bekommen. Nicht mal einen alten Stiefel bekommen wir. Was soll denn das? Super Angel. Nicht einmal ein alter Stiefel hat angebissen. Nicht, dass der beißen könnte. Aber das sei mal so dahingestellt. Nicht einmal ein alter Schädel. Was ist denn los? Ist die Stelle nicht mehr gut oder so? Hat Krabi das einzige Vieh, was die hier drin hatten oder so? Ich gehe mal irgendwo anders hin. So. 3 Schritte rüber oder 4. Und da kommt tatsächlich ein Pokémon. Erstaunlich. Ist wahrscheinlich wieder nur ein Krabi. Oder ein Carpador oder ein Krabi. Das ist schon wieder ein Krabi. Okay, ist mir egal. Krabi will ich nicht. Ich will keine 2 Krabi, ich brauche keine 2 Krabi. Ich könnte eins vielleicht zu Kingler entwickeln, aber ich würde keins benutzen, weil Kingler super nutzlos ist. Das hat halt einen sehr hohen Angriffswert, aber kann nur Spezialattacken fast. Das ist Blödsinn. Das Teil braucht halt kein Mensch. 46 Schritte noch. Hier könnte noch ein Chanera kommen oder so. Ein Obenmod. Da muss ich nicht mal das blöde Blutzug entwickeln, wenn ich das jetzt fange. Komm, bleib drin. Nein, wir benutzen einfach einen Ball. Das ist tatsächlich drin geblieben. Omot. Die bunte Flügelzeichnung dieses Pokémon dient als Warnung vor den Giften, die es verwendet. Warum sollte... Tomo. Ich nenne es Freund. Ich nenne es Tomodachi. Tomo. Da. Chi. Weil es rückwärts Tomo heißt. Keine Ahnung, mir ist nichts Besseres eingefallen. Und ich möchte nicht allzu viel Zeit damit verschwenden, dem Pokémon Namen zu geben. Vor allem die, die ich eh nicht benutze, wobei Omod gar nicht so schlecht ist. Und da ist noch ein Owei. Kann ich das fangen? Dann ist das auch so ein Level 30 Viehscheiße. Okay, wie wär's, wenn ich Owei auf Level 30 mache und nicht, wie ursprünglich geplant, Pipi? Das hat sich befreit. Stein, das ist wütend, das ist geflüchtet.
wie viele Schritte? 14. Reicht das noch? Warte mal, ist Pipi noch Level 25? Ja, ich kann es noch eigentlich aus dem Team schmeißen und auf Level 25 lassen. Durchsage, Gong, die Zeit ist um, aber wir haben kein neues gefangen. Also können wir es auch auf Level 30 trainieren. War die Jagd erfolgreich? Besuche uns bald wieder. Ja, natürlich war die Jagd erfolgreich und ich werde euch auf jeden Fall irgendwann nochmal besuchen. Vielleicht unter Umständen. Wir werden mit Knofi zur Schneider benutzen, wieder ins Pokémon-Center gehen, speichern und... Ich habe übrigens vergessen, dass man tatsächlich bei Pokémon Stadium, um zum Beispiel bestimmte Sachen machen zu müssen, immer im Pokémon Center speichern musste. Sonst hat es irgendeinen Fehler angezeigt. Das ist mir entfallen, dass das so eine Sache war und ist und so. Naja, wir gehen auf jeden Fall ins Pokémon Center, beenden diese Folge mit schlappen 45 Minuten. Ist doch in Ordnung. So, Pokédex speichern. Wir haben 43 Pokémon, also 10 mehr als beim letzten Mal, glaube ich. Und Frau wieder weg. So. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Blau. Wenn wir vielleicht mal den ganzen Pfad da zurückgehen, wo wir noch Trainer übrig gelassen haben, trainieren. Vielleicht nochmal in die andere Stadt gehen, wo zum Beispiel auch das Kampfdojo war. Uns mit dem letzten Typen anlegen, uns einen Kikli oder einen Nocturne. Wir werden uns definitiv einen Kikli nehmen. Aussuchen und dann... ja, ist eigentlich ein ganz guter Plan für das nächste Mal. Also wir sehen uns bis dahin. Ich rede viel zu schnell. Ich muss das lassen.